Und plötzlich geht der Vorhang zu. Von draußen höre ich die Leute klatschen und schreien. Ich setze mich auf die Treppe. Alles ist wie ein Rausch. Jede Anspannung fällt von mir ab. In mir drin wird es kurz ruhig. Ich wische mir die Tränen aus dem Gesicht und denke, eigentlich keine Ahnung, was ich da gedacht habe. Vielleicht, ach du Scheiße, was zur Hölle war das denn gerade? War eigentlich? Fangen wir ganz von vorne an. Eigentlich wollten wir nur einen würdigen Abschluss finden. Irgendwie allem, was in den letzten Jahren passiert ist, mit einem großen Konzert als Höhepunkt eine Krone aufsetzen. Und dann vielleicht auch einen Punkt dahinter machen. Ein würdiges Ende für diese komplett absurde Zeit. Und während wir so im Kalender nach freien Terminen gesucht haben, fällt mir auf, ah krass, da ist ja auch mein 40. Geburtstag. Okay, das ist falsch. Vielleicht kann man dann ja alles miteinander verbinden. Und dann ist das komplett aus dem Ruder gelaufen. Kann sein, dass wir ein bisschen übertrieben haben, aber es ging ja plötzlich nicht mehr um ein Konzert, sondern um meinen Geburtstag. Das schönste und längste Fest meines Lebens mit allen meinen Freundinnen und Freunden. Lass mal gucken, wie viele Leute kommen wollen und erst dann die Location festlegen. Zack, auf einmal spiele ich 2 Tage hintereinander in der rappelvollen Wuhlheide. 30.000 Leute, irre. Ich habe eine Idee. Lass mal einen riesigen Vorhang machen, der aussieht wie eine rote Bomberjacke und sich öffnen und schließen kann. Zack, auf einmal ist da diese 30 Meter Bomberjacke. Und dann kam das eine zum anderen. Lass uns mal direkt ein komplettes Orchester zusammenstellen. 26 Leute, die auch alle in roten Bomberjacken spielen. Okay, wir brauchen dringend Zauberer. Wo sind die Drag Queens? Ein Laufsteg, eine Showtreppe, 2000 Lampen, riesige Boxentürme. Schön noch ein Live-Album auch am selben Tag rausbringen. Lass mal alles live ins Radio übertragen direkt. Hier noch dies, da noch das, ein riesen Tohuwabohu machen und dann, sorry, ich kann gerade nicht. Bevor alles losgeht, muss ich noch ganz, ganz dringend zum Friseur. Mario, mein Friseur, war mindestens so aufgeregt wie ich. Er sollte an den Abenden ja auch eine Hauptrolle spielen. Wir haben monatelang auf diese beiden Shows hingearbeitet. Mein Bruder Tobi, Dani, Umberto, Chris, Sacho, Jaro, Manu, unzählige Menschen haben teilweise Monate im Voraus angefangen vorzubereiten. Was wir da auf die Beine gestellt haben, war unglaublich. Wenn man so will, haben wir ein komplettes Festival aus dem Nichts gezaubert. Ich liebe das Team. Nur die Besten, keine Arschlöcher, fast wie eine Familie. Ui, sind groß. Hallo, heute proben wir hier für unser Konzert mit Danger Dan in der Wuhlheide Berlin. Nicht nur mit Streichquartett, sondern mit großem Orchester. Mein Freund Jonathan hatte die Leute binnen kürzester Zeit zusammengesucht und im Wahn die Arrangements geschrieben. Man spürte bei den Proben schon, dass es was ganz Besonderes werden würde. Und wie sich das für Jonathan gehört, waren auch nur echt sympathische und liebe Leute dabei. Auch ein Geburtstagsständchen habe ich von ihnen als Überraschung geschenkt bekommen. Vorfreude war riesig, aber wen wundert es, unsere Nerven lagen blank, als es dann losging und die Türen zur sagenumwobenen Berliner Wuhlheide sich öffneten. Zuerst hat DJ Soul Rabi aufgelegt, ein alter Freund, den ich noch aus Aachen kenne. Der ist der Wahnsinn. Er legt nur Vinyl auf und wenn er auflegt, dann macht er richtiges Feuer. Dann ging's los. Die schönsten Zauberer der Welt eröffneten den Abend. Siegfried und Joy haben ein paar Tricks gemacht und dann herkömmliche Gäste in meinen Friseur Mario verwandelt. Nur, dass er sich vorher selbst schon verwandelt hatte. Zusammen mit seinem Freund Jan waren die beiden nun Lilly und Lulu. Sie begleiteten den ganzen Abend.
kamen ständig in neuen Outfits, eins heißer als das andere. Sie haben uns allen den Kopf verdreht. Zwischendurch wusste ich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wer von beiden jetzt wer ist. Wenn wir da runtergegangen sind, die Treppe, sollen wir uns irgendwie noch kurz in den Arm nehmen oder sollen wir irgendwas machen? Darf ich zum Beispiel einmal die Hand küssen oder so was? Und beim Weggehen kannst du den anderen auf den Arsch kloppen. Genau. Das mache ich nicht. Okay. Ich muss hier weg. Und dann kam mein Moment. Der Vorhang ging auf. Tausende Leute brüllten mich an. Von links Happy Birthday, von rechts wie schön, dass du geboren bist und mein Puls auf 180. Ich habe ein paar Lieder am Klavier gespielt, dann kam endlich das Streichquartett dazu. Jonathan, Shiran, Kuhn, Polina. Ich konnte mir einen Kindheitstraum erfüllen. Meine erste Kassette, die ich mir von meinem Taschengeld kaufte, war von der Band Die Prinzen. An meinem 40. Geburtstag habe ich dann mit Sebastian Krumbiegel mein Lieblings-Die Prinzen-Lied Mein Fahrrad im Duett gesungen. Jeder Spinner fährt Manta, jeder Blödmann Audi Sport, jeder, keine Ahnung, wo Scheiße, ist auch völlig scheißegal. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Und noch ein alter Traum ging in Erfüllung. Ich habe meine erste Band, mit der ich auf Tour war, zu einem Revival überredet. Sebastian Sturm und Moses, meine alten Freunde. Mit denen habe ich vor 20 Jahren oder so angefangen zu singen. Wir waren das Cheer-Up-Trio, ein Reggae-Gesangstrio. Dass wir irgendwann viele Jahre später mal vor zehntausenden Leuten spielen, hätten wir selbst nie gedacht. Und weiter ging es. Natürlich durfte mein Mutterschiff die Antilopengang nicht fehlen. Sofort Abriss, Moshpit, World of Death, Prellungen, blaue Flecken, eine Staubwolke über der Wuhlheide, Crowdsurfen, ich stehe auf den Köpfen der Leute rum und tue so, als sei es gar nicht mein 40. Geburtstag. Es war aber mein 40. Geburtstag und ich hatte schon über eine Stunde gespielt. Ich musste mich einfach mal hinsetzen. Zum Glück haben mir die Zauberer eine Geburtstagstafel gezaubert. Und eine Zaubertür, die einfach alle Leute herauszaubern konnte, die ich mir gewünscht habe. Ich würde mir Charlotte Brandy hinwünschen, ist doch klar! Kein Scherz, man kann sich alle da rauswünschen. Biene! Keine Ahnung, wie Siegfried und Joy das machen. Zaubertür, bitte! Zauber mir! Ameu! Es ist einfach faszinierend. Use you! Die gesamte Band Großstadtgeflüster, den Rauch sauber! Wochenend, Häuschen in der Fickt-Euch-Allee, wo ich auf der Veranda meine Eier schaukle. Marcelle! Berlin, seid ihr da? Alle Hände gehen hoch, komm! Day to day! Oh, das hier ist der Sperrando! Das hier ist Esperanto. Fettes Brot! Ja! Ich kann's nicht glauben! Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ja! Berlin! Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Flash Miller! Hamburger bei Danger Dan. Drei Hamburger bei Danger Dan. Vielen Dank. Vielen
Rachel! Pauli! Dankeschön, Berlin! Dankeschön! Happy Birthday! Herzlichen Glückwunsch, Daniel! Die Zaubertür tat ihren Job. Irgendwann war die ganze Bühne voller Gäste. Alle tanzten, die Party auf dem Höhepunkt und dann war es soweit. Der Vorhang öffnet sich und zum Vorschein kommt ein komplettes Orchester in roten Bomberjacken. Der Sound war brachial, es war unbeschreiblich, eine riesige Wand. Sowas Großes habe ich noch nie gemacht. Um ehrlich zu sein, hatte ich vorher noch nicht mal ein Orchester gesehen. Ich bin 40, aber fühle mich wie ein kleiner Junge, dem man ein Rennauto geschenkt hat. Es ist überwältigend. Und dann kommt zum Schluss auch noch Igor Levit und spielt wie ein Gott. Wir reißen zusammen alles ab. Als wir uns alle verbeugen, schreit und klatscht die ganze Wohlheit. Tausende Menschen in Euphorie und ich bin auf Wolke 7. Als ich wieder zu mir komme, sitze ich auf der Spitze der Bühne. Tausende Lichter leuchten, wir singen zusammen. Ein Chor mit 15.000 Leuten oder so. Und da wird mir selbst klar, dass dieser Moment mein Zenit ist. Größer und magischer wird es nicht mehr. Will ich auch gar nicht. Es ist mir eigentlich schon lange zu viel geworden. Es klingt pathetisch, aber ich sehe plötzlich diese ganzen 40 Jahre vor mir und realisiere, wie jeder Schritt, den ich gemacht habe, auch jede Scheiße, durch die wir gegangen sind, zu diesem Moment führt. Genau hierhin. Mit allen Lichtern, die leuchten, mit dem riesigen Chor, der mit mir singt, über uns der Vollmond und alle sind da. Meine Familie, meine Freunde. Es ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie ist für einen Moment alles okay. Und ich sitze da vor all den Leuten und fang einfach an zu weinen. Und auch das ist okay. Und dann geht der Vorhang zu. Von draußen höre ich die Leute klatschen und schreien. Ich setze mich auf die Treppe, alles ist wie ein Rausch. Jede Anspannung fällt von mir ab. In mir drin wird es kurz ruhig. Ich wische mir die Tränen aus dem Gesicht und ich denke, keine Ahnung, was ich da gedacht habe. Vielleicht, ach du Scheiße, was zur Hölle war das denn gerade? Das ist ja schrecklich, hier ist ja irgendein Preset mit Geigen drin. Jedenfalls habe ich ganz bestimmt gedacht, ich könnte mich nun einfach irgendwo hinsetzen und chillen. Ich begrüße meine Freunde, liege dem Team in den Armen und Umberto macht noch irgendeine Andeutung, es gäbe noch irgendeine Überraschung. Und ehe ich mich versehe, bin ich auf der wildesten Aftershow-Party. Alles voller Freunde und die Überraschung ist einfach meine Lieblings-Punk-Band. Team Scheiße. Eine Floor-Show. Alle drehen durch. Komplette Eskalation. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich ein Bier durch eine Blockflöte getrunken habe. Und der Rest ist Rausch. Ein schöner, warmer und langer Rausch. Es war genau das, was ich angekündigt hatte. Das schönste und längste Fest meines Lebens. Mit allen meinen Freundinnen und Freunden. Nicht mehr und auch nicht weniger.